Neue Woche, neuer Plan, 3x10 Saisonvideos bei mir. Und auch bei mir. Ich übernehme den VfB Stuttgart, den 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden. Die Upload-Tage sind Dienstag, Donnerstag und am Wochenende Samstag oder Sonntag. Das seht ihr ja dann. Bei mir auf dem Kanal übernehme ich Union Berlin, St. Pauli und den VfL Osnabrück. Inhaltlich bedeutet das, wir simulieren 10 Saisons, ähnlich wie in der Sprint to Glory. Mit dem Zusatz aber, dass man in jeder Saison einmal am Challenge-Rad dreht. Und auf dem Challenge-Rad gibt es zum einen 5 positive Challenges für einen selber. Dann gibt es 5 negative und es gibt die große Pleite-Challenge, bei der man keine Transfers tätigen darf, gleichzeitig die 3 besten Spieler verkaufen muss, um sozusagen dann die Schulden abzubauen. Die jeweiligen Challenges lernt ihr aber natürlich im Laufe dieser 10 Saisons jetzt dann auch noch genauer kennen, bei diesem Video und auch bei allen anderen 2, je nachdem. Das Intro ist immer das gleiche. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr wollt sowas öfter sehen, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert auch sehr, sehr gerne kostenlos. Wie der Chris gerade schon sagte, kommt das Ganze natürlich parallel auch bei mir online. Mit den entsprechenden Teams. Die Challenges sind entsprechend ein bisschen angepasst, es sind nicht 1:1 die gleichen. Und ja, ich würde mich darüber freuen, den ein oder anderen von euch auch bei mir auf dem Kanal zu sehen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt Timos Kanal auf jeden Fall ab. Wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Lasst Liebe, lasst Supporter. Support ist kein Mord. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dem 10 Saison-Video. Bevor wir jetzt gleich in die letzte der 3 10 Saison Sprint to Glory Aufnahmen mit Dynamo Dresden reingehen, habe ich noch eine ganz kurze Kooperation für euch. Ihr seht aber in der Ecke eine Zeit eingeblendet. So lange geht das Ganze. Checkt es sehr, sehr gerne ab und danach startet das Video offiziell. Denn dieses Video wird unterstützt von Ultradesk. Die haben mir einiges zugesandt, unter anderem diesen neuen Gaming-Stuhl. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr findet die Links übrigens alle ganz oben in der Videobeschreibung. Zugleich gab es dann auch noch einen kompletten neuen Gaming-Tisch. Eine große Tischplatte mit LEDs integriert. Es ist ein unfassbar dickes und hochwertiges Mauspad dabei. Der Rahmen ist genauso komplett stabil. Die Stromleistung, die Kabelführung ist perfekt organisiert. Ergonomische Vorderkante, 5 Stufen in der Höhenverstellung. Und zusätzlich gibt es auch noch eine Halterung für Kopfhörer für euren Controller oder auch für Getränke. In dem Stuhl, in dem ich mittlerweile jetzt hier auch sitzt, kann ich selber sagen, sitze ich 100-mal besser als in dem, den ich vorher hatte. Es ist ein atmungsaktiver Stuhl, also perfekt für Winter und oder auch Sommer. Die Sitzlehne ist auch für mich als etwas stabilerer Typ in der Breite perfekt. Ihr habt zudem auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das Ganze unter anderem natürlich auch hier in der Höhe. Die Rückenlehne problemlos nach hinten. Zudem gab es auch neue Monitorhalterungen. Auch hier ist die Neigung, Höhe und der Rotationswinkel jederzeit nach euren beliebigen Möglichkeiten einzustellen. Geeignet für 2 Monitore bis zu 32 Zoll. Die Installation ging so unglaublich schnell und problemlos. Wir haben eine unfassbar hochwertige Ausführung und auch in der Montage könnt ihr euch zwischen 2 Möglichkeiten der Montage entscheiden. Checkt jetzt also ultradesk.eu ab. Links dazu in der Videobeschreibung und hier auch nochmal eingeblendet. Geht auf den Link, schaut euch das Ganze an. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Accessoires, Gaming-Tische oder auch Stühle. Es ist absolut empfehlenswert. Vielen, vielen Dank an Ultradesk. Ich bin super zufrieden mit dem Equipment und jetzt kann YouTube wieder so richtig losgehen. Hier sind wir dann also angekommen bei Dynamo Dresden und da sehen wir, das Manager-Rating ist auf jeden Fall on top, denn wir haben die Cheat Engine aktiv. Wir haben 10 Saisons vor der Tür und wollen aus dieser Mannschaft ein unglaubliches Team machen. Großes Ziel natürlich auch hier, so viele Titel wie nur möglich gewinnen. Unsere Mannschaft in Bestbesetzung aktuell wie folgt. Ich finde es eine ziemlich stabile Truppe. Nichtsdestotrotz darf hier natürlich auch einiges passieren. Und dafür drehen wir das erste Mal direkt am Challenge-Rad in der Hoffnung, dass man natürlich einen ordentlichen Push fürs erste Jahr bekommt. Und ja, oh mein Gott, let's go. Es hätte uns gefühlt besser nicht treffen können. 100 Millionen kriegen wir auf die 5 Millionen aktuelles Transferbudget noch mit oben drauf. Was dann bedeutet 105 Millionen Transferbudget. Und ich glaube, damit kann man die Mannschaft komplett umändern. Ja, komplett auf den Kopf stellen. Ich habe richtig Bock. Es gibt eine brutal spektakuläre erste Transferphase. Und dank der Cheat Engine darf ich auch wirklich uneingeschränkt Transfers tätigen. Also auch Spieler, die höher als beispielsweise nur eine Klasse über uns spielen. Was bedeutet Bundesliga, international. Ich setze mich ran und das wird eine brutale erste Transferphase. Ich habe das Gefühl, man unterschätzt 100 Millionen immer so ein bisschen, ja, weil ich habe jetzt gedacht, 100 Millionen, okay, wir können natürlich die ganze Mannschaft aufwerten, aber dass wir es so krass schaffen, natürlich auch dank auslaufenden Spielerverträgen, hätte ich nicht gedacht. Martin van der Voort kommt für 6,2 Millionen, Wilfried Zingo für 13, Scalvini für 5 Millionen, genauso auch Diomande. Dann haben wir hier Alejandro Balde für 19 von Barca geholt, Zaire Emery für 5, Escamiretti für 10,7, Cherki kam für 8 und da habt ihr mir zuletzt in die Kommentare geschrieben, stell den mal auf den Flügel.
Flügel, dann entwickelt er sich auch und das werden wir tun. Arda Güler ist dann der Spielmacher auf der 10 für 7 Millionen. Facundo Farias geht auf die rechte Flügelposition und Brereton Diaz zuletzt vorne als Sturmspitze. Das bedeutet, wir haben genau 11 Neuzugänge. Die komplette Startelf ist also ausgetauscht und wir können reinstarten. Also der Aufstieg ist absolut Pflicht. Der Durchmarsch dann nach dem Aufstieg, wenn er denn über die Bühne geht, ist dann auch Pflicht, weil wir natürlich auch im nächsten Jahr wieder gucken können, dass wir noch ein bisschen neue Spieler dazu holen. Es war eine Ausnahme, es war natürlich richtig gut im ersten Jahr. Parallel aber müssen wir alle Laien auflösen. Der Kader ist viel zu groß. Wir verkaufen einige Spieler, werde ich euch aber ersparen und somit springen wir direkt ans Ende der Saison. Diese Truppe ist eigentlich zum Aufsteigen verdammt. Also das ist eine hundertprozentige Pflichtaufgabe. Das erste Jahr neigt sich dem Ende zu und natürlich hoffe ich, dass wir es ziemlich souverän gepackt haben. Wir können mal ganz kurz durchschauen. Ich sehe hier auf den ersten Blick keine Niederlage. Das zieht sich auch gefühlt komplett durch hier gegen Dortmund 2. Okay, das ist die erste und tatsächlich dann auch einzige Niederlage, die wir in dem ganzen Jahr hinnehmen mussten. Wir schauen mal ganz kurz auch auf die Entwicklung unserer Spieler. Die ist natürlich extrem. Wir haben sogar eine 75 plus bereits im Kollektiv. Scalvini als Kapitän ist im Live-Rating nicht so gut, war aber vermutlich verletzungsbedingt dann auch raus. Also diese Truppe hat auch schon Bundesliga-Niveau. Also die 100 Millionen haben wir uns sehr, sehr schmecken lassen. 8 Unentschieden, eine Niederlage, 8. Unentschieden sind tatsächlich auch recht viel, um ehrlich zu sein. Aber 29 Siege, gut, im Endeffekt völlig egal, denn wir haben hier 18 Zähler Vorsprung. Oder 17? Nee, es sind 17. Der Mathe-Profi ist wieder am Start auf den TSV 1860 München. Die gehen mit uns hoch. Saarbrücken auf Platz 3. Ja, also, das ist Titel Nummer 1. Die Relegation fällt für uns komplett flach. Wir nehmen den ersten Titel aus dem ersten Jahr mit. Ich kümmere mich noch um auslaufende Spielerverträge und wir schauen natürlich auch noch auf die Statistik. Sehen wir hier Van de Voort 14-0, eine Torvorlage. Die Gesamtmeisten hat Miretti und Güller. Das sind wir bei 9. Die meisten Tore erzielt hat Farias, aber auch hier Brereton Diaz, Güler und Cherki noch jeweils zweistellig. Das kann sich wirklich sehen lassen. Also ganz ehrlich, auch der Durchmarsch in die Bundesliga ist, denke ich, eine Pflichtaufgabe. Wir haben die erste Pflichtaufgabe erledigt, können also jetzt dann weitergehen. Ich habe Bock auf alles, was noch kommt. Und ja, die 100 Millionen waren schon so ein kleiner Cheat, gerade zu Beginn der ersten Saison. Aber es kann ja nicht immer so gut laufen. Heißt, zweites Jahr, wir gucken kurz aufs Budget und auch dann müssen wir die zweite Challenge klar machen. Zurück auf den Boden der Tatsachen, so mehr oder weniger, denn 18 Millionen Transferbudget ist auch ordentlich Kohle. Das nimmt man natürlich auch super gerne mit. 18 Millionen, das kann sich definitiv sehen lassen. Wir müssen aber gar nicht so viel machen. Wir brauchen nur, und das ist auch ganz wichtig, Brereton Diaz zurück, denn der hat leider seinen auslaufenden Vertrag nach Unterzeichnung nur ein Jahr unterschrieben und dann nicht verlängert. Ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt rein, holen auf jeden Fall den Chilen natürlich wieder zurück und dann drehen wir mal ganz kurz am Rad. Ben Brereton Diaz ist auf jeden Fall wieder da vom freien Markt, hat jetzt ein bisschen mehr Gehalt. Wir müssen uns aber auch hier noch um auslaufende Spielerverträge kümmern. Kutschke wäre Stand jetzt der einzige Backup-Stürmer. Und ja, das ist natürlich nicht unbedingt die geballte Qualität, wie man sie sich vielleicht wünscht. Dementsprechend glaube ich, halte ich jetzt mal Ausschau nach einem Ersatzstürmer. Und der muss Ü34 sein, denn wir haben gerade am Rad gedreht, das habt ihr ja gesehen. Wir brauchen also einen neuen Backup-Stürmer. Das zumindest mal ist der Plan. Ja, der Kader ist jetzt auch wieder ein bisschen kleiner geworden. Das ist für uns auch tatsächlich etwas angenehmer. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Also das nehme ich lieber so hin, als wenn der Kader komplett überfüllt ist. Ja, neuer Ersatzstürmer. Und dafür haben wir wahrscheinlich so circa 10 Millionen, weil die restlichen Millionen will ich auf jeden Fall in Vertragsverlängerungen investieren. Und dann habt ihr mir gerade noch in die Kommentare geschrieben, das habe ich jetzt gerade live während der Aufnahme nebenbei gelesen, ihr feiert es nicht so krass, wenn ich immer die Außenverteidiger oder auch Außenspieler umtrainiere. Habe ich jetzt hier im ersten Jahr noch gemacht. Verzeiht mir das Ganze. Ich werde es jetzt auf jeden Fall auf den normalen Entwicklungsplan stellen und dann werden wir es auf jeden Fall so laufen lassen. Weil ja, ich bin bei euch. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Cheat, ein brutaler Push, den man mitnehmen kann, aber den lassen wir jetzt außen vor. In Verhandlungen mit Brighton Hove Albion, Übereinkunft bei 6,4 Millionen, die Rede dabei, Javier Hernandez, El Chicharito, die kleine Erbse, ja, ursprünglich in der MLS zu Hause, hier holen wir ihn, ja, er ist 35, er hat eine 75, den holen wir jetzt auf jeden Fall als unseren Spieler Ü34 und er hat sogar noch eine 76, kostet uns natürlich auch dementsprechend nicht ganz so viel, aber gerade nach dem spektakulären ersten Jahr kann man jetzt auch ein bisschen runterfahren. Ich wollte Choupo-Moting, der hat bereits seine Karriere beendet. Jamie Wardy beendet am Ende der Saison seine Karriere. Heißt, man kann den nicht mehr verpflichten. Dann wird es in dem Fall halt Javier Hernandez. Und wir haben noch genug Geld, um das dann wirklich auch in Vertragsverlängerungen zu investieren. Hat dann soweit auch alles funktioniert. Langfristige Vertragsverlängerung, check. Kutschke ist der einzige noch mit einem Auslaufenden, aber den werden wir auch nicht verlängern, denn wir brauchen ihn nicht. Wir haben jetzt auch Chicharito und wir schauen einfach mal. Ich denke auch, der Mexikaner wird nicht allzu lange bei uns auf der Bank Platz nehmen. Da wird auch irgendwann da ein Backup kommen müssen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind recht verschont geblieben bis dahin. Ja, ganz im Gegenteil sogar. Wir hatten brutal gute Challenges, vor allem die erste und die mit Ü34 hat uns jetzt auch nicht sonderlich krass zurückgeworfen. Auch hier ganz im Gegenteil. Und so schnell geht es dann auch
auch hier, Ende der zweiten Saison, ob ein Titel dazugekommen ist, ich hoffe doch, zumindest die Meisterschaft in der zweiten Liga, das ist die Truppe hier, wir haben sogar jetzt abgesehen beider Innenverteidiger überall die 8 vorm Gesamtrating, das ist wirklich brutal, Außenverteidiger plus Außenbahnspieler habe ich jetzt tatsächlich nur ganz normale Entwicklungspläne auf jeden Fall gegeben, die Innenverteidiger haben hoffentlich nicht so viel zu tun bekommen, das stimmt aber nicht, wieder mal so viele Unentschieden, letztes Jahr hatten wir ja glaube ich 8, da habe ich mich ja über 8 so ein bisschen aufgeregt, jetzt sind es 12 und trotzdem 11 Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln. Wir steigen aber direkt mit auf. Das ist okay, aber ich hätte gerne auch den Meistertitel in Liga 2 mitgenommen. Wir bleiben also hier in diesem Jahr titellos, was aber trotzdem alles andere als schlecht ist. Eintracht Frankfurt gewinnt den DFB-Pokal gegen die Bayern. Für uns war noch hier gegen Köln tatsächlich in der ersten Runde, ja, von Glück die Rede. Und dann haben wir gegen Hertha 2-3 verloren. Naja, was nicht ist, kann noch werden. Die Truppe hat Bundesliga-Niveau. Ich glaube, mit dem Abstieg haben wir im nächsten Jahr gar nichts zu tun. Außer natürlich, es gibt eine Challenge, die uns da brutal zurückwerfen würde. Achso, und weil ich es fast wieder vergessen hätte, wir schauen noch ganz kurz auf die Statistik. Es kann ja natürlich auch passieren, dass wir die Vertragsauflösung unseres besten Scorers durchführen müssen. Van de Voort hat hier 5x0 gespielt, wieder ein Tor vorgelegt, 14 Vorlagen bei Farias, 8 bei Brereton Diaz und dann, ja, verteilt sich hier so ein bisschen. Die meisten Tore hat Farias mit 21, also rundum der beste Topscorer bei uns im Team. Brereton Diaz 17, Jerky 14 und auch Güller mit 11 noch zweistellig. Hier sind wir dann auf jeden Fall wieder mal am Start. Diomande hat jetzt auch mittlerweile die 80. Wir haben 51 Millionen Transferbudget und mal gucken, was wir damit anstellen können oder gegebenenfalls halt auch nicht. Ne? Es kann uns ja auch mal negativ treffen. Bisher läuft es aber, glaube ich, ganz gut. Okay, wir haben wieder eine richtig interessante Challenge mit Spieler XY holen und den wieder 18 Jahre alt machen. Und das machen wir, denke ich, auch komplett mit unserem Transferbudget, um das dann nahezu komplett auch ausschöpfen zu können. Heißt es jetzt, wir kaufen vermutlich einen Innenverteidiger, der vielleicht schon etwas älter ist, aber noch immer ein stabiles Rating. Ich tendiere da so ein bisschen zu Mats Hummels aktuell. Wir gucken aber einfach mal. Dann holen wir den Innenverteidiger, machen den wieder 18 Jahre jung, sodass er natürlich auch noch ein Potenzial hat, was er dann wieder ausschöpfen kann. Und dann ist es auch definitiv eine Verstärkung für unser Team. Tatsächlich wird jetzt aber Antonio Rüdiger. Scalvini hat sich ja leider nicht so entwickelt, wie eigentlich erwartet, wobei auch hier plus 6 nach 2 Saisons ist eigentlich echt solide. 38 Millionen und den Italiener im Tausch, das Ganze für Toni Avi Rüdiger. Ich war mit Virgil van Dijk noch im Verbund und habe dann aber gedacht, hä, Hummels wäre ja eigentlich voll doof, weil im Endeffekt könnten wir uns den A locker leisten, B hat dann nur noch eine 81 an Gesamtrating und C ist das Gesamtpaket bei Toni Rüdiger einfach deutlich besser, weshalb wir den Deal jetzt hier fix machen und dann natürlich den deutschen Innenverteidiger wieder 13 Jahre jünger machen, so einem 18-jährigen Top-Talent. Und so schnell kann es gehen. 18 Jahre alt. Rüdiger übernimmt dann einfach auch die Binde, denn eigentlich ist er ja der größte Routinier in unserer Truppe. Hier ist er jetzt dann aber wie gesagt 18. Potenzial sollte, denke ich, auch nochmal ein bisschen nach oben gehen. Entwicklungspläne werden angepasst und dann sind wir auch schon wieder fertig, was die Vorbereitung in Saison Nummer 3 angeht. Ja, also natürlich haben wir jetzt wirklich sehr, sehr gute Challenges. Das bedeutet aber auch, die Wahrscheinlichkeit, dass was Schwächeres kommt im nächsten Jahr, ist schon ein bisschen höher. Aber mal gucken. Also irgendwie, das nächste Projekt ist bei mir schon auch gucken natürlich, dass wir die Pleite-Challenge so lange wie möglich hinten rausziehen können und dass wir dann das Team vielleicht schon von vornherein in der Breite verbessern können. Die Simulation eigentlich hier auf den 1. Juli datiert. Wir werden es aber jetzt dann gleich vorzeitig mal abbrechen, denn wir treffen auf RB im DFB-Pokalfinale und haben damit auf jeden Fall eine Chance auf einen weiteren Titel. Wir haben hier bis auf Hertha tatsächlich auch 2 Siege mit Freiburg und Frankfurt. Schauen jetzt dann direkt mal drauf auf RB und vor allem auch auf unsere Mannschaft. Das könnte ein richtig guter Schritt nach vorne sein. Ja, die Truppe sieht doch absolut stabil aus. Rüdiger auf einer 89. Okay, die hat sich nochmal krass entwickelt. Also ich denke, das Finale ist schon auch irgendwo recht realistisch betrachtet. Wir haben hier gewonnen die erste Runde in Freiburg. Dann gab es den Sieg gegen Leverkusen im Elfmeterschießen gegen die Bayern. Dann schlagen wir Köln parallel Leipzig 6-1 gegen Bremen. Und damit Pokalfinale. Wir schauen auf die Bundesliga. Da stehen wir auf Platz 4. Let's go. Wir hätten uns beinahe nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen, weil wir das letzte Spiel ja verloren haben gegen Hertha. Ja gut, das wäre bitter gewesen, aber wir spielen nächstes Jahr tatsächlich Champions League mit Dynamo Dresden. Das ist schon der absolute Wahnsinn und im dritten Jahr könnte der zweite Titel folgen, national, auch ein ganz großer, ja, abgesehen von der Drittligameisterschaft. Olympiastadion, Leipzig als deutscher Meister gegen uns und wir gewinnen das Sachsen-Derby, also hier gegen RB. Führung noch Matze Ginter, haben wir dann Farias und dann in der Verlängerung Meier, der Backup-Linksverteidiger, der kam für Diomande als Innenverteidiger rein.
und dann vermutlich mit Akoto nach deren Einwechslung hier irgendwie gechanged. Also 2-1, DFB-Pokal, nächstes Jahr damit auch Supercup und wieder die Möglichkeit, einen weiteren Titel zu gewinnen. Offiziell würde ich auch sagen, nach der Drittligameisterschaft jetzt der erste richtige Titel. Van de Voort hat 7x0 gespielt, der will die ganze Zeit wechseln, er hat auch nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir das alles irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, dass dann keiner den Vorvertrag auf jeden Fall zieht, dann könnten wir ihn da natürlich auch zurückholen. Also, gucken wir ganz kurz drauf. Vorlagen, Farias 7, Güler 6 und dann teilt sich's immer so vereinzelt auf. Farias auch wieder der Topscorer, wie im Vorjahr mit 25 eigenen Treffer. Nur Cherki ist mit 18 dann auch noch zweistellig. Also, nächstes Jahr heißt wieder am Rad drehen, gucken, was die Challenge hergibt und dann, glaube ich, werden wir schon so in Richtung Kaderbreite schauen müssen. Chicharito hat auch nur noch eine 64, der wird den Verein auch verlassen. Der Kader ist nicht mehr der größte, es muss was passieren. Ja, die sind alle hier auch komplett schlecht drauf, was die Form angeht. Ist mir aber relativ egal. Wir müssen nur gucken, dass wir wahrscheinlich schon auch so ansatzweise auf die 80 hier kommen, gerade auf der Bank, dass man einfach theoretisch später, wenn man Spieler abstoßen müsste oder auch die Pleite-Challenge kommt, vielleicht ja auch dann jetzt schon, ja, näher oder schneller als man denkt, dass man ein bisschen abgesichert ist. Saison 4. Unsere Mannschaft unverändert. Ja, in der Breite sind ein paar Spieler gegangen, aber die wollen wir jetzt wieder auffrischen. Wir haben dafür 87 Millionen Transferbudget. Ja, mal gucken, ob wir es auch ausgeben dürfen. Es sind ja noch einige Negativ-Challenges, die ausstehen. Aber wir haben mal wieder Glück und bekommen das Doppelte an Transferbudget und das müssten dann 174 Millionen sein, die wir jetzt dann, wenn wir die 87 mal 2 rechnen, auf dem Konto haben. Ja, müsste so sein. Kopfrechnen eigentlich mein Ding. Ihr merkt aber auch, manchmal funktioniert es nicht zu 100%. 174 Millionen. Jetzt geht es also komplett rein. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Diese Mannschaft wird aber vermutlich in der Startelf gar nicht so krass verbessert werden. Ich denke, ich hole einen Backup-Torhüter. Übrigens Van de Voort, Verlängerung war trotzdem möglich. Ja, also wie gesagt, Backup-Torhüter, vielleicht so auf jeder Position ein Spieler, der auch schon so an die 80 geht im Gesamtrating. Ich habe mich auch noch dafür entschieden, jetzt einen neuen richtigen Stürmer zu holen. Brereton Diaz im Tausch, knapp 60 Millionen obendrauf. Das Ganze für Gonçalo Ramos. Wir kennen ihn alle von Benfica Lissabon. Hier war er mittlerweile beim SSC Neapel. Wir holen also den portugiesischen Nationalstürmer vorne für uns. Ja, ist gleich alt wie Brereton Diaz, hat aber eine 87, ist also 4 Ratingpunkte besser. Das Potenzial spricht auch nochmal mehr pro für ihn. Ja, das hat er aber, glaube ich, jetzt dann auch schon ausgeschöpft. Aber dynamisches Potenzial lässt noch einiges zu. Und ja, in der Kaderbreite laufen auch die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier haben wir dann ganz, ganz viele neue Spieler hier, die wir allesamt verpflichtet haben. Ich bin auch noch so ein bisschen nach Potenzial gegangen. Es sollte aber auch nicht zu krass sein. Ich wollte nicht die typischen Talente verpflichten, die halt auch, keine Ahnung, ein 86er Potenzial haben. Deshalb sind es hier von Dragusin bis runter zu Christiansen einige geworden. Vom Backup-Torhüter zum Backup-Stürmer über alle anderen Positionen stelle ich jetzt auf jeden Fall mit auf die Bank. Und dann heißt es auch Champions League. Und am Ende der Saison gucken wir natürlich dann wieder auch auf die gespielten Spiele. Plus auch logischerweise auf womöglich gewonnene Titel. Ab geht's. Juni 2026. So schnell vergeht das Ganze auch schon. Unsere Mannschaft hat vermutlich auch nochmal mehr Qualität dazu gewonnen. Ja, wir haben jetzt abgesehen von Diomande überall die 85. Ich denke, im nächsten Jahr sind wir dann auf jeden Fall auch mit dem Ivora hier in der Innenverteidigung soweit, dass wir sagen, den wollen wir ersetzen. 14x0 bei Martin van de Voort, 13 Vorlagen Farias und die meisten Tore hat Cherki mit 28. Hier, Ramos auch. Ich denke, ein ganz guter Einstand für sein erstes Jahr bei uns. Hat sich auch nochmal um ein Gesamtrating verbessert. Wir schauen ganz kurz auf die Tabellensituation und let's go! Hier sehen wir schon, dass wir zum einen jetzt auf Platz 3 in der Liga stehen, nächstes Jahr wieder Champions League spielen und dass wir den DFB-Pokal back-to-back das zweite Mal in Serie holen. Wir waren ja dann auch im Supercup und den haben wir leider verloren gegen Leipzig. Also da ist RB die Revanche gelungen. Wir waren ja auch in der Champions League im Finale da gespielt. Villarreal gegen Atletico Madrid. Die Gruppe hatten wir mit Villarreal, Benfica und AEK Athen. Sind wir weitergekommen. Dann haben wir hier gespielt gegen Barca, haben gewonnen im Viertelfinale. Gegen City haben gewonnen. Und nein, gegen Villarreal dann leider verloren gegen das Team, das wir zuvor in der Gruppe hinter uns lassen konnten. War dann da Endstation, ein mögliches Champions League Finale. Ja, verzögert sich mal Minimum um ein weiteres Jahr. Sehr viele Spieler sind mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wir sind im 5. Jahr, glaube ich, mittlerweile angekommen. Wir haben 207 Millionen. Also das ist jetzt irgendwo gefühlt auch ein Selbstläufer. Aber wie gesagt, wir sind bisher sehr verschont geblieben, was die Challenges betrifft. Aber wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Und
Und diesmal trifft es uns tatsächlich ein bisschen härter, aber das können wir auch, denke ich, problemlos kompensieren, denn wir müssen tatsächlich den Vertrag unseres Topscorers aus dem Feuer auflösen und das war Rajan Cherki. Der hat eine 90 und mit einer 90 ist er der zweitbeste Spieler im Kader, einer der besten der Welt. Ja, endlich hat sich der Franzose, das Top-Talent, bei uns mal richtig gut entwickelt. Das war die Jahre davor bei anderen STGs und Teams nie so wirklich der Fall und jetzt müssen wir ihn leider freigeben. Das machen wir aber, bedeutet also, wir haben keinen typischen Flügelspieler mehr, zumindest keiner mit einem richtig guten Rating. Diallo hat eine 79, das ist auch in Ordnung, aber von dem jetzt Geld hier, 208 Millionen, wollen wir natürlich Cherki zum einen ersetzen und vielleicht auch Diomande noch einen Backup hinten dran stellen oder Diomande als Backup einplanen und einen neuen Innenverteidiger holen. Schauen wir einfach mal. Ansu Fati ist der Backup für Cherki, kostet uns 95 Millionen, dann haben wir noch Matthijs de Ligt für 70 Millionen und Dragusin im Tausch und wir haben noch zwei Spieler hier jeweils vom freien Markt verpflichtet. Wobei, ja, ich habe das jetzt einfach für die Kaderbreite gemacht, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen Zeitersparnis haben möchte. Falls wir später dann die Challenge bekommen, dass wir zwei ablösefreie Spieler holen dürfen, ja, dann werde ich das wahrscheinlich außen vor lassen. Aber vielleicht bleibt ja genau diese Challenge dann auch übrig. Wir haben hier einmal Da Costa und Aguirre. Ja, das ist in Ordnung. Dann haben wir Matthijs de Ligt und wir haben natürlich hier Ansu Fati. Und damit eine Top-Truppe. Und auch hier wieder alles fertig, was wir fertig machen wollten. Und dann simulieren wir, wie gewohnt, ans Ende der Saison. Ich lasse nämlich jetzt dann auch die 24 Millionen einfach hier mit auf dem Konto. Also ich denke, ja, mit dem Geld hätten wir vermutlich auch zwei Kaliber von den freien Spielern holen können. Ich denke, es ist jetzt halb so wild. Einfach nur für die Kaderbreite, weil der Kader wirklich sehr, sehr klein war. Titel, Fragezeichen, vielleicht kommt ein Ausrufezeichen dahinter und diesmal habe ich die Kalendersimulation nicht mitverfolgen können, weil ich parallel ein paar andere Dinge gemacht habe. Thierry Emery, leider hier, oder Thierry Emery, ich weiß nicht, ob man den so richtig ausspricht, aber ihr wisst ja auf jeden Fall, um wen es geht, hat ein Minus-Life-Rating. Vermutlich kommt er aus einer Verletzung. Wir schauen auf die Tabelle und das ist der Sieg in der Liga. Das ist die Meisterschaft. Yes, let's go. Nur eine einzige Niederlage. 13 Zähler Vorsprung auf Leverkusen und wir haben das Double fix gemacht. Hier stand zwar gerade irgendwas von Elfmeter, wenn wir doch mal zurückgehen, steht hier 2-2 und dann im Elfmeter hier 5-4 gegen RB, war wohl aber dann doch nicht so, keine Ahnung, ist vielleicht auch einfach ein Bug hier aufgrund der Cheat Engine in FIFA, ich weiß es nicht. Also, wir haben das Double, wir haben vielleicht auch das Triple, weil wir den Supercup das erste Mal geholt haben, 3 Titel in einer Saison und wir schauen natürlich auch auf die Champions League und das ist das mit dem Elfmeterschießen gegen Leipzig. Let's go! Wir haben also hier 4 Titel geholt. Dynamo Dresden auf Platz 1 in der Gruppe vor Eindhoven, Florenz und Schachtyor Donetsk. Dann haben wir gewonnen gegen Napoli, wir haben gewonnen gegen City, gewonnen gegen Paris und dann hier gegen Leipzig. Und das war das also. Natürlich, hier ist die Champions-League-Trophäe. Ich habe gedacht, das ist der DFB-Pokal. Wir holen also 4 Titel in dieser Saison. Also das Maximum, was man wirklich nur rausholen kann. Was im nächsten Jahr noch mehr möglich werden könnte, ist halt eben der Fakt, dass noch der UEFA-Supercup mit dazukommt. Aber naja, 4 Titel, das ist wirklich brutal. Wir gucken auf die Statistik. 5-0 bei Van der Voort, 2 Vorlagen insgesamt, 20 bei Güller und die meisten hier. Tore hat hier Ansu Fati. 33 an der Zahl, 31 Farias, aber da wir ja in diesem Jahr bereits unseren Topscorer abstoßen mussten, kommt es auf den nicht mehr an, sondern dann halt wirklich nur noch auf den stärksten und das gemessen am Gesamtrating, wenn wir denn nämlich diese Challenge noch bekommen. Es wird jetzt, bevor wir dann eigentlich auch schon wieder so richtig reinstarten, natürlich mal ganz kurz am Rad gedreht. Und da haben wir jetzt folgende Situation, dass wir zwei Spieler ablösefrei, also vom freien Markt holen dürften. Auf die verzichten wir. Dafür aber werden wir trotzdem 202 Millionen natürlich ausgeben und holen anstelle von Thierry Emery einen neuen Achter. Das ist nämlich der noch mit Schwächste bei uns im Kader, wenn man überhaupt noch von Schwäche sprechen kann. Und dann sind wir auch schon fertig. 150 Millionen glatt. Jude Bellingham wechselt. Ich wollte eigentlich ein bisschen Abwechslung und wollte normalerweise Petri für uns verpflichten oder für uns gewinnen. Hat leider nicht zu 100% funktioniert, aber ja, gut. Der war noch ein bisschen teurer, war sogar noch ein Rating. Punkt besser als Jude Bellingham, der zugleich noch einen auslaufenden Vertrag hat, mittlerweile bei Liverpool gespielt. Jetzt wechselt er für 150 Millionen, also glatt zu uns, ohne einen Tauschdeal, was natürlich auch unserer Breite mal wieder gut tut. 150 Millionen, Jude Bellingham ist damit nochmal 5 Ratingpunkte besser als Thierry Emery. Ja, der kommt natürlich dann trotzdem mit auf die Bank, Bellingham in die Startelf und dann steht die. Wir wollen aber trotzdem auch die 90 plus. Ich denke, Van de Voort wird diese auf jeden Fall erreichen, Ramos auch. Bei D ist, denke ich, auch noch sehr vielversprechend. Bei Singo weiß ich nicht. Ja, wir haben ja nicht mehr das typische
Positioning Change hin und her, das leidet halt da so ein bisschen darunter, sage ich mal. 2028, letztes Jahr haben wir ja 4 Titel geholt, dieses Jahr waren vielleicht ein paar mehr auch drin, weiß ich nicht, ein paar mehr ist übertrieben, aber es hätten sogar 5 werden können. Also, wir haben Ramos über eine 90, Balde, auch Van de Voort, Zingo ist der einzige, der noch fehlt. Ob man da noch Verbesserungspotenzial hat, wage ich fast zu bezweifeln. Wir gucken auf die Tabelle und wir holen wieder die Meisterschaft back to back. Das geht auf jeden Fall auf unser Konto. Der DFB-Pokal geht nach Leipzig, bleibt also in Sachsen, nur nicht in Dresden. Bei uns war Endstation gegen Jan Regensburg in Runde 3. Wir gucken aber noch ganz kurz auf den Supercup. Den haben wir gewonnen gegen Leverkusen, also Titel Nummer 2. Dann haben wir hier das Vorbereitungsturnier. Da sind wir auch hier Zweiter geworden, hätte eh nicht als Titel gezählt. Und den UEFA Superpokal, den haben wir auch geholt. Also 3 Titel haben wir schon mal fix. In der Champions League waren wir auch vertreten. Und die haben wir auch wieder geholt im Elfmeterschießen gegen Juve. Also wieder mal 4 Titel in der Gruppe vor Inter, Salzburg und Kiew. Haben wir dann hier gewonnen gegen Sporting Lissabon, dann gewonnen gegen Mailand im Elfmeterschießen, 5-3 gegen Paris und im Elfmeterschießen, ich glaube genau im identischen Ergebnis wie auch letztes Jahr Leipzig im direkten deutschen Duell, holen wir auch hier back-to-back die Champions League. Der einzige Unterschied dabei, der Pokal fehlt und dann hätten es tatsächlich diese 5 Titel. Das ist das absolute Maximum werden können. Ist aber ganz egal, die Mannschaft spricht für sich, holt unfassbar krasse Titel und das sind wieder mal 4 Stück, die mit auf unser Konto kommen. Ansu Fati hat tatsächlich 26 Treffer erzielt, 14 vorgelegt, 40 gesamt, also das ist brutal, dann 24, 20, 13, dann geht's hier noch ganz kurz auf die Torvorlagen, da haben wir 15 Güler und 14 Ansu Fati. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Also, wir schließen damit auch dieses Jahr wieder ab und springen direkt ins nächste. Viele sind wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs und wir müssen natürlich erstmal unsere Challenge rausfinden. 237 Millionen haben wir an Transferbudget. Und wir haben tatsächlich nochmal eine positive Challenge mit, dass ein Spieler das 99er Gesamtrating bekommt. Und ich glaube, ich würde das auf Singo abwälzen, weil dann hätten wir überall die 90 plus im Kollektiv, müssen aber gleichzeitig noch beachten, die Pleite-Challenge könnte noch folgen, genauso auch die Vertragsauflösung des besten Spielers, worunter dann logischerweise er fallen würde. Und vermutlich ja auch hier Toni Rüdiger natürlich mit, plus andere Spieler. Keine Ahnung, wer da dann genau darunter fallen würde. Aber auf jeden Fall müssten wir natürlich den Abgang von hinten rechts schon mal so ein bisschen absichern. Denn klar ist, er wird auf jeden Fall gehen, ja, egal welchen Spieler wir jetzt auf die 99 packen, eine Challenge kann ja maximal übrig bleiben, heißt, der beste Spieler wird entweder in der Pleite oder halt in der besten Vertragsauflösung Spieler-Challenge dann gehen müssen, das wird halt Singo sein und dementsprechend würde ich sagen, kümmern wir uns doch da direkt mal drum, um schon mal für ihn einen 99er Backup zu holen, also der dann keine 99 hat, aber der halt Backup für ihn wäre, ihr wisst, was ich meine, also wir schauen einfach mal. Singo ist jetzt auf einer 99 und wie gesagt, wir werden noch einen Backup-Außenverteidiger holen, den finden wir dann auch ziemlich schnell in Jeremy Frimpong hat ein 88er Rating, ist der noch verhältnismäßig jüngste Spieler neben Hakimi, Trent oder auch Jules Koundé. Ja, also hatte einen auslaufenden Spielervertrag. Im Endeffekt will ich aber auch keine weiteren Spieler dazu holen, weil ich halt wirklich weiß, wenn ich jetzt beispielsweise einen Erling Haaland hole oder einen Pedri oder einen Mbappé, die würden halt automatisch hinten raus natürlich zu den mitbesten Spielern zählen und bei der Pleite-Challenge uns dann eigentlich gar nichts bringen. Und deshalb werde ich es jetzt auch nur bei Frimpong belassen. Singo natürlich mit einer 99 hier absolut überragend. Wir haben eine so geile Truppe beisammen, die aber natürlich auch Rückschläge noch hinnehmen muss oder hinnehmen könnte, je nachdem. Hier auch wieder ganz komisch, also wir holen die Meisterschaft auf jeden Fall, da waren wir auch wieder im Champions-League-Finale, dann eigentlich 2-1 gewonnen, aber dann im Elfmeterschießen verloren, 5-3 gegen Stuttgart übrigens, der DFB-Pokal, der geht an uns, Supercup gegen Leipzig auch gewonnen, dann haben wir das Vorbereitungsturnier auch mal wieder Zweiter, wir holen hier auch den UEFA Superpokal und haben jetzt also 5 Titel inne und im Champions-League-Finale gewinnen wir mit 2-1 gegen Manchester United. Ich habe keine Ahnung, woher das mit dem Elfmeterschießen kommt, war übrigens die Wiederauflage von 2 Spielen aus der Gruppenphase zuvor, da waren wir knapp hinter den Red Devils. Dann haben wir hier gewonnen gegen den FC Barcelona, Gewinn gegen die Spurs, Gewinn gegen City und dann hier gegen Manchester City. Heißt also, wir holen wirklich jetzt, und das ist das absolute Maximum, jeden einzelnen Titel, den man tatsächlich in einer Karriere pro Saison verpflichten oder holen kann. Und das sind 5 Stück an der Zahl, Nationalliga, Nationalpokal. Wir sprechen natürlich von Deutschland, ja, ich denke, mit Carabao Cup und FA Cup könnte man in der Premier League mehr holen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Dann holen wir natürlich die Supercups beide und wir holen die Champions League und holen uns jetzt dann auch wieder die Challenge im neuen Jahr. Schauen wir mal. Natürlich bin ich jetzt ein bisschen angespannt. Das könnte uns hart treffen. 333 Millionen. Damit könnte man, ja, man hat sie eh schon, die beste Mannschaft vielleicht noch ein bisschen perfektionieren. Wobei auch das, glaube ich, extrem schwierig werden würde.
Und es ist die Pleite-Challenge. Wir werden also drei unserer besten Spieler hergeben müssen. Nicht nur irgendwelche, sondern die besten. Darunter fällt natürlich hier einmal Singo, es fällt Rüdiger und dann kommt hier zunächst dann auch noch Jude Bellingham. Heißt also, die drei werden wir jetzt dann auf jeden Fall direkt mal abstoßen. Bedeutet auch, wir müssen dann aus den eigenen Reihen kompensieren. Gut, dass wir dann im nächsten Jahr, also im vorletzten Jahr, war das letztes Jahr oder vorletztes, Frimpong zum einen geholt haben, um Singo zu ersetzen. Anstelle von Rüdiger ist immer noch Diomande da und anstelle von Bellingham haben wir hier den, wo ist er denn? Da, Zaire Emery. Also wir haben, glaube ich, ganz gute Backup-Spieler. Wir dürfen keine anderen Spieler verpflichten. Genauso ist es Diomande, Frimpong, Zaire Emery. Das sind alles auch Weltklasse-Spieler. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich trotzdem irgendwo ein heftiger Rückschlag. Mal schauen, wie wir dann mit dieser Truppe weiter umgehen. Es ist die Pleite-Challenge. Drei Spieler weg, die besten Spieler eigentlich verkaufen, um Schulden zu begleichen. Aber ob ich die jetzt verkaufe oder hier den Vertrag auflöse, ist, denke ich, relativ egal. Und dann mal schauen, ob wir wieder ansatzweise so viele Titel gewinnen können. Nach der Pleite-Challenge müssen wir jetzt schauen, dass wir uns erholen. Ja, wir haben ja trotzdem eine bombastische Truppe, das habt ihr ja gesehen, die sich auch hier noch immer zeigen lassen kann. Ja, okay, Zaire Emery 89, genauso auf Frimpong, Diomande hat eine 87 und die Truppe ist halt wirklich bombastisch. Wir gucken auf die Tabelle und das sehen wir hier auf jeden Fall schon mal, dass wir nur Zweiter geworden sind in der Liga. Da war es brutal eng, ja, 4 Punkte weniger und es wäre nicht mal mehr die Champions-League-Qualifikation für uns. Es ist aber die Vizemeisterschaft, der DFB-Pokal geht auch an uns über die SGE. Wir schauen ganz kurz noch auf den Supercup. Den haben wir uns auch im Elfmeterschießen wieder mal geholt. Da sind wir irgendwie immer komplett am Start. Der UEFA-Superpokal ging auch auf unser Konto. Heißt also, drei Titel stehen in diesem Jahr. Paris Saint-Germain trifft auf Leipzig im Champions-League-Finale. Wir haben mal wieder kein Spiel in der Gruppe verloren. Hatten dann einen Sieg über Chelsea. Dann gegen Paris leider 5:2 verloren. Das Hinspiel zu Hause also 0:3. Logisch, wenn das Rückspiel 2:2 ausgegangen ist. Aber trotzdem, ja, man nimmt es dennoch mit. Ja, es sind wieder mal drei Titel für die Sammlung. Also Dresden wird hier komplett sehr Segen gegenüber Nürnberg und auch Stuttgart. Wie es bei Timo läuft, seht ihr ja dann natürlich auch noch. Zehnmal die 0 bei Vandevoort. Wir haben 13 Vorlagen Fatih, 10 Farias. Wir haben dann Tore 25 Farias, 24 Fatih, 22 Gonçalo Ramos und auch 17 noch bei Arda Güler. Das Budget ist wirklich brutal. Wir sind bei 444 Millionen angekommen und wir drehen natürlich auch hier ganz kurz wieder am Rad. Und leider war das auch irgendwo absehbar. Wir müssen wieder mal unseren besten Spieler loswerden. Also in der letzten Pleite-Challenge waren es ja die drei besten. Jetzt haben wir hier zum einen Facundo Farias und wir haben Ansu Fati. Beide auf einer 94. Ja, und die wird es dann auf jeden Fall auch treffen. Wir gucken da aber mal ganz kurz auf deren Marktwerte. Die sind halt auch komplett identisch. Also keine Ahnung, wen ich hier jetzt dann abstoßen soll. Ich würde einfach mal sagen, der mit dem höheren Gehalt oder Farias. Nee, komm, wir machen einfach Facundo Farias. Das ist im Endeffekt ja komplett egal. Den haben wir schon so oft in Showdowns, in Sprint to Glory, ist ganz egal wo gehabt. Ja, Ansu Fati dann doch eher weniger, weshalb ich Farias einfach mal abstoßen würde. Was mache ich denn hier? Plötzlich ganz kurz auf Teammanagement. Wir geben den Spieler auf jeden Fall frei. Und dann heißt es aber trotzdem, anders als noch zuvor in der Pleite-Challenge, dass wir diesen Verlust kompensieren dürfen. Also, wir gehen auf die Suche nach einem neuen rechten Flügel und ich würde gern auch noch einen neuen Innenverteidiger holen. Und dann, ja, ist es eine super coole Truppe. Für 230 Millionen kommt jetzt Kylian Mbappé, also von Paris Saint-Germain zu uns. Ja gut, wir sind halt nahezu am Ende. Wir sind in Saison Nummer 9. Da gibt es halt nur noch ganz, ganz wenige Spieler, die von Anfang an so stark sind. Und natürlich auch hier noch nicht ganz so alt. Er ist 31 und soll natürlich auf dem Flügel bei uns eingesetzt werden. Und wir holen dann noch einfach Gonçalo Inacio. Da werde ich jetzt dann auch reingehen in die Transferverhandlung. Er und Diomande dürfen sich dann einfach um den Stammplatz so ein bisschen konkurrieren, was aber auch für uns eigentlich gar kein Problem ist. Und dann heißt es auch wieder, das 9. Jahr abschließen. Also, ich würde sagen, wir stehen noch ganz gut da. Und auch wenn es eine negative Challenge jetzt gerade eben war, weil wir natürlich unseren zwischenzeitlich besten Spieler abstoßen mussten, ist Kylian Mbappé in dem Fall ja auch mit einer 95 nochmal eins besser. Ist zwar natürlich deutlich älter als ein Ansu Fati oder auch als ein Farias. Wir gehen jetzt hier direkt mit 110 Millionen rein. Ist ganz egal, wir haben ja das Geld. Aber trotzdem, wir haben es, denke ich, ganz gut kompensiert bekommen. Bevor es jetzt in die 10. und zugleich letzte Saison geht, schauen wir natürlich auch hier in Saison Nummer 9 auf die Titel bei uns. Unsere Mannschaft, Mbappé sogar noch mal verbessert. Wir haben den ja auf den Flügel dann offiziell umtrainiert. Zaire Emery und Inacio kurz vor der 90, die wir dann tatsächlich wieder im Kollektiv erreichen könnten. Ja, hier haben wir die Meisterschaft tatsächlich zurück. Im DFB-Pokal habe ich gesehen, war ein bisschen früher Endstation im Viertelfinale gegen den BVB. Wir haben den Supercup gehabt, den haben wir gewonnen gegen die Bayern, ist also Titel Nummer 2. Den Superpokal, da waren wir ja leider nicht mit dabei, aber die Champions League haben wir gewonnen, wenn wir das gerade richtig gesehen haben. Genau so ist es. Haben davor gegen Barca gewonnen, gewonnen auch gegen die Spurs und auch hier gegen Atletico Madrid durchaus ja Gegner, die wir bereits des Öfteren haben. Wir haben also kein einziges Spiel verloren über die komplette Champions League Saison, holen drei Titel in diesem Jahr, schauen dann natürlich nochmal zu guter Letzt dann hier auch auf die Statistik.
Statistik. Und dann müssten, glaube ich, auch in Sachen Challenges nur noch 2 Negativ-Challenges übrig bleiben. Ich kann es euch aber ehrlich gesagt gar nicht mehr zu 100% sagen. 11-mal die 0 bei Van de Voort, 13 Vorlagen Güller, 11-11 Miretti und Fati. Und dann haben wir hier mit 42 Toren Kylian Mbappé als mit Abstand bester Spieler, gefolgt dann mit weitem Abstand mit Ansu Fati, Gonçalo Ramos und auch Güller. Mbappé hat sich leider wieder verschlechtert. Er ist jetzt also mit einer 95 nicht mehr der beste Spieler im Kader. Mit einer 96 dafür also Ansu Fati. Und wir drehen nochmal ganz kurz am Rad. Ein 10. und letztes Mal. Und wissen dann, dass wir jedes Transferangebot tatsächlich annehmen müssen bei uns. Und das wird aber so nicht möglich sein, denn ihr seht, wir haben gerade mal unsere 11 Spieler in der Startelf und wir haben die Auswechselbank komplett voll. Wir haben keine Reservespieler und ich werde auch jetzt keine Spieler mehr großartig holen, zudem wir auch hier nur in Anführungszeichen plötzlich 109 Millionen auf dem Konto haben. Als wäre es zu wenig, wenn man letztes Jahr 3 Titel gewonnen hat, aber ihr wisst ja, wie es ist. In FIFA kann man ja schlecht beeinflussen. Heißt, es werden keine Spieler verkauft. Also ich probiere es natürlich trotzdem, wenn Angebote reinkommen, diese anzunehmen, aber es wird zu 100% jedes Mal wieder zum Stillstand kommen. Das ist einfach so. Ja, da kann man auch nichts dran ändern. Der Kader ist jetzt schon eigentlich normalerweise klein genug. Lasst mal die Nationalmannschaft kommen, gesperrte oder auch verletzte Spieler. Ja, ich glaube, es könnte ein kompliziertes Jahr werden. Angebote werden wir so aber vermutlich dann auch nicht zur Übereinkunft bekommen. Heißt, wir simulieren ans Ende der Saison. Die Challenge wird also damit ausgeklammert. Ich werde sie aber trotzdem durchführen. Ich werde alle Angebote annehmen und dann aber, glaube ich, halt überall zum Stillstand kommen. Wenn sich aber was ändern sollte, melde ich mich. Und ansonsten ist es auch das letzte Jahr. Ich denke, da ist es weniger dramatisch, ob wir jetzt da den Kader nochmal komplett umkrempeln oder auch nicht. Wir stehen tatsächlich nochmal in einem Champions League-Finale und das ist natürlich extrem stark. Während ich gerade hier in der Aufnahme bin, habe ich eure Kommentare unter den vorherigen Videos durchgelesen und dann meintet ihr, gerade damit die Negativ-Challenge dann auch mit dem jedes Transferangebot annehmen wirklich negativ ist, sollten wir es doch eigentlich so machen, dass wir sehr viele freie Spieler verpflichten, um dann wirklich auch theoretisch Spieler aus der Startelf verkaufen zu können. Ist eine richtig gute Idee. Logischerweise, ich denke hier im letzten Jahr ist es jetzt weniger schlimm, aber für die anderen Male oder weiteren Videos, die dann mit den 10 Saisons kommen, werde ich das auf jeden Fall auch so umsetzen. Danke dafür auch für den Kommentar. Die Champions League wartet ein allerletztes Mal. Das Intro im Hintergrund ruckelt ja tatsächlich bei mir immer auf dem PC, weil wir ja am PC hier aufnehmen. Das ist unsere Mannschaft. Die Nacio hat leider die 90 nicht erreicht. Also im Kollektiv haben wir die nicht mehr bekommen. Ist ganz egal. 13-0 Van de Voort, 2 Torvorlagen. Die meisten aber Zaire, Emery. Das ist wirklich brutal. Dann Güller 15, Fati und auch Miretti hier dann noch mit 12. Also Güller auch immer Jahr für Jahr völlig solide und konstant. Die 36 Tore teilen sich irgendwo. Also sind 72 gesamt. Also 36 Mbappé, 36 Fati, 24 hier noch Ramos. Und dann gehen wir also jetzt dann gleich noch die ganzen Tabellen durch, bevor wir dann im Civitas Metropolitano, der Heimspielstätte von Atletico Madrid, natürlich simulieren. Werdegang über Dortmund, aber gewonnen gegen den AC Milan und gewonnen über Barca. Auch hier wieder zuvor 16 Punkte in der Gruppe. Das sind wir ja gefühlt schon gewohnt. Schauen wir noch auf den Bundesliga. Ja, 15 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Titel geht an uns. Der DFB-Pokal geht in dem Fall an Leverkusen. Die Relegation überspringen wir zum Glück komplett. Wir holen aber auch hier den Supercup. Heißt also, 2 Titel stehen uns bereits fix. UEFA Superpokal ist dann schon der 3. Und es kann jetzt mit der Champions League noch der 4. zu guter Letzt dazukommen. Wir machen das jetzt in einem Wisch. Gehen also rein. Estadio Wanda Metropolitano, Manchester United gegen Dynamo Dresden. Sehr viele Spieler, die man da eigentlich in Manchester nicht unbedingt sieht. Und es ist der 4. Titel auch noch in diesem Jahr. Mbappé mit einem Doppelpack dazwischen. Arda Güler, Lautaro Martinez nur mit dem zwischenzeitlichen 1:2. Damit gewinnen wir die Champions League. Dynamo Dresden schlägt also Manchester United. Und mit dem Bild, was jetzt hoffentlich gleich im Hintergrund kommt, werden wir dann dieses Sprint to Glory natürlich beenden. Der Henkelpott geht ein 6. Mal gefühlt an. Und ja, ich werde jetzt mal parallel nochmal aufschreiben, dass es natürlich auch hier wieder 4 Titelgewinne geworden sind. Das ist natürlich extrem bemerkenswert. 4 Titel in diesem Jahr. Wir hatten 4, glaube ich, auch im letzten. Dann muss ich mal ganz kurz zusammenrechnen. Es müssten also 27 Titel gesamt sein mit Dynamo Dresden. Also auch hier wirklich eine brutale Konstanz, was wir hier an die Tagesordnung gelegt haben. Der absolute Wahnsinn. Sollte ich mich verzählt haben, gerne in die Kommentare. Wollt ihr sowas öfter sehen, dann gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Natürlich weitere Teamvorschläge für die 10 Saisons ab in die Kommentare und dann auch gerne kostenlos abonnieren. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.